Herzlich willkommen zurück hier auf PöbelTube zu einer weiteren Folge Dishonored 1. Wir sollen, so, jetzt muss ich mal gucken, wie der hieß. Sokolov, ne? Genau, Sokolov entführen. Das machen wir jetzt. Also, wir sind jetzt in der ersten Folge seit langer, langer Zeit. Nicht so richtig stealthy vorgegangen. Machen wir mal den Schalter auf. Okay. Ich bin mir teilweise halt nicht ganz sicher. Alter, warum ist denn das so laut? Halt nicht ganz sicher, wie. Ah. Kommen wir da irgendwie hin? Okay. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. So, probieren wir das gleich nochmal. Also man kommt ja sicherlich hoch. Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Aber keine Ahnung, welche Taste ich drücken muss. Viereck war's. Nämlich die Rune. Ha! Haben wir sogar noch was gerissen in der Folge? Dann haben wir Rune gesammelt. Eine von fünf? Alter. Ja, da dödeln die Typen rum. Wie ich es halt immer wieder nicht schaffe, die Tasten richtig zu drücken. So, dann würde ich sagen, pirschen wir hier mal rüber. Hm? Ernsthaft? Wieso komme ich hier nicht hoch? Mit ihm nicht richtig. Okay. Der hatte die Seuche, kann das sein? Lord Regent is a shriveled prick and liar. Ich muss halt irgendwie noch nach da. Ein Knochenartefakt gefunden.
Ich muss immer ganz kurz hier was nebenbei machen. Unnötigerweise, es tut mir leid. Natürlich soll meine ganze Aufmerksamkeit in diesem Spiel gegönnt sein. Aber wozu muss ich denn jetzt? Ich muss hier gar nicht her, ne? Ist das richtig? Hier quasi nicht weiterkomme, sondern hier eigentlich nur das Ding gesucht habe und die Rune. Sehe ich das richtig? Ich komme jetzt hier nicht hoch, ne? Wo anders hin? Hier ging es doch auch nicht weiter. Gab es hier keine Tür oder sowas, die man hätte kaputt schlagen können. Send us food and bullets outside us or among us. Box among us. Zwischen uns. Das ist jetzt eigentlich das Witzige, dass ich vor kurzem ein Spiel gespielt habe, das mit Immortan. Dann gibt es natürlich gerade diesen großen Hit. Mit Among Us. Für alle spielen. Also natürlich wir hier bei Purple Tube, weil wir nicht mit dem Mainstream gehen, sondern halt irgendwas machen. Okay, jetzt habe ich hier, glaube ich, irgendwas nebenbei gemacht, was halt. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. So, haben wir, glaube ich, den ersten Teil da so ein bisschen abgefrühstückt. In der ganzen Geschichte. Ich muss auch gleich nochmal gucken, wie ich Gegner nicht töte, sondern unschädlich mache. Selbst ein wohlhabender Mann wie Sie braucht die Stadtwache. Straßenbanden rauben und töten. Monosit. Und die Weiner. Pardon. Die Seuchenopfer, die sind noch viel schlimmer. Sie halten nichts von der vom Mordregenten verhängten Ausgangssperre. Mich herauszufordern wird Ihnen nicht gelingen, Herr Wachtmeister. Aber keine Sorge, mir wird nicht. Ich werde Gewinn machen. Ein kluger Mann profitiert selbst in den Zeiten einer Seuche. Sicher, wie dieser Sokolov. Dem geht es prächtig. Kauft und verkauft immer eine Menge exotisches Zeug. Er hält am Laufen, jedenfalls im Moment. Sicher, sicher. Wenn ihr mit exotisch etwas so übel riechend ist wie das Hinterteil einer Hexe meint. Durch den Arzt wird es auch gut gehen, bis er den falschen Mann hintergeht. Ja, das wäre nicht passiert, wenn ich was lese.
Okay, damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Frage mich jetzt natürlich ein bisschen, erstmal, war das hier ein Grafikfehler? Ne, das ist so gewollt. Hier unten gibt es das große Grün, das habe ich gerade irgendwo gesehen. Genau, ist das Spiel pausiert, wenn ich lese? Ich glaube ja. Auszug aus einem Bienenstück. Lord Nathan Bales, Zorn des Wild. Wie können Sie es wagen, Sir, in diesem Aufzug in meinem Haus? Ich sollte Sie die Woche überstellen, Elin Tiviana. Prinz Kalisar, wie ist denn das? Ja, gut. Prinz Kalisar, näher kommen. Ein rüdes Willkommen für königliches Blut, mein Herr. Ihre Tochter brachte mir mehr Gastfreundschaft entgegen. Aber sie ist für den Abend ausgegangen und hat mich alleine zurückgelassen. Lord Nathan Bale stotternd den jungen Mann vor sich studierend. Was machen Sie hier? Raus aus diesem Haus. Verschwinden Sie in Ihr frostiges Reich, bleicher Bengel. Prinz neckisch grinsend. Kein Grund für einen Streit zwischen uns, Lord Bale. Ist meine Anwesenheit hier denn so schlimm? Wie ich bewiesen habe, fühle ich mich Ihnen und Ihrer Familie eng verbunden. Meine Güte, Kaiser, Ihre Haut ist so warm, sie brennt geradezu. Naja. Noch was. Okay. So war das natürlich auch schon mal nicht gedacht. So. Ja, alles nicht so richtig cool. Gehen Sie schon unten auch. Wir haben relativ viel zugemauerte Türen, oder täuscht das? Aber ich konnte mich gerade nicht so richtig hinter ihm teleportieren, um ihn dann quasi zu töten. Das funktionierte gerade irgendwie nicht. Ist ja natürlich ärgerlich, weil eigentlich wollte ich ihn bewusstlos machen und dann hat er in irgendeine Ecke gelegen. Ich weiß nicht, ob ich das cool finde oder ob es mich irritiert, dass man... Pratchett's Gedächtnisstücke. Erinnere dich bitte daran, dass die Wahrheit in den Gemälde steckt. Der Weg zur Wahrheit beginnt auf den geschäftigen Straßen. Geh weiter, bis du einem vor Anker liegenden Wahlfänger siehst, mit dort suche. Die Insel Morley. Auszug aus einem Band über die Geografie und Kultur von Morley. Es heißt, die Geschichte von Morley sei so farbig wie eine Decke aus allen Flaggen, die jemals im Wind flatterten und aus allen Kleidern, die jemals getragen wurden. Das Land verbirgt
sich unter der Wolkendecke vor der Sonne, aber der Geist der Menschen, John Morley tanzt das Licht des Feuers. Legendär ist die Liebe der Bewohner für das gute Essen trinken. Am häufigsten werden Eintopfgerichte. Geröstetes Fleisch serviert, um die Kälte um die Kälte und die Düsternis zu vertreiben. Die Nation besitzt eine reiche Tradition von Dichtern, Musikern und Philosophen. Selbst unter den ärmsten Leuten. Ob weiße Schrift von oder Tumbeknallenlieder, beide fanden häufig in Morley ihren Ursprung. Morley trat recht spät dem Kaiserreich bei. Und so ist es der Morley-Aufstand noch immer ein Wunderpunkt für viele Einheimischen. Denn Unabhängigkeit zählt auf der Insel zu den hochangesehenen Charakterzügen. Wie ich jedes Mal gehen muss, wenn ich hier lese. Das ist schon etwas krass. Okay, wir müssen... Er hat auch was von Gemälde geschrieben. Ach, wir können ja mal... Der Weg zur Wahrheit beginnt auf den geschäftigen Straßen. Also müssen wir was mit geschäftigen Straßen finden, sehe ich das richtig? Eigentlich wollte ich ja... So, das ist das im Tresor. Also bei dem, da ist zum Thema Gemälde. Also auf dem, mit dem Walfänger war halt eine 7 drauf. Jetzt habe ich die Vermutung. Das ist eine 3. Warrior Slaughterhouse. So. Also wir können jetzt natürlich also 7-3. Jetzt bräuchte man eigentlich noch die Straßen. Das ist ja die Frage. Schäftige Straßen. Hier nicht. Hier. 4, 4, 7, 3. Kann man hier noch den Tresor aufmachen. Ich habe mir jetzt schon fast gedacht, dass das hier quasi in dem Haus ist. So, tada! Haben auch gut Geld gesammelt.
Gehen wir mal weiter. Noch mal ganz kurz das machen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt tatsächlich aber bei ihm hier weiter. Halt. Flüsse ändern über viele Zeitalter ihren Lauf, bis eines Tages alle Brücken einstürzen. Vor 1000 Jahren stand an dieser Stelle eine andere Stadt. Ihre Bewohner schnitzten Runen aus Walknochen und ritzten mein Zeichen hinein. Kinder finden sie noch heute angeschwemmt am Fluss. Anton Sokolov hat meine Runen eingehend studiert. Doch ihm fehlen deine Begabungen. Er war weder auserwählt, noch trug er mein Zeichen. Und so bleiben ihm ihre Bedeutungen verborgen. Sokolov glaubt, mein Erscheinen vor ihm mit speziellen Worten und Handlungen erzwingen zu können. Er durchsucht alte Tempel in Pandissien und Kellergewölbe im überschwemmten Bezirk und führt grausame Rituale unter der alten Abtei durch. Aber wenn er mich wirklich treffen will, sollte er versuchen, etwas interessanter zu werden. Das ist sehr nett, also was sind das für ein Gespräch? Warum erzählt ihr mir das? So. Dritter Tagebucheintrag. Dritter Tagebucheintrag. 18. Tag, Monat des Regens. Mein Cousin war da und wir haben darum gekämpft. Als ich ins Zimmer kam, hielt er es fest umklammert, es schrien an und wir begannen darum zu kämpfen. Jetzt bin ich von Reue erfüllt. 26. Tag, Monat des Regens. Er sitzt doch immer in der Ecke gegenüber den Kerzen. Er war ein Dieb. 2. Tag, Monat des Windes. Ich frage mich, wie er davon wissen konnte, zum Abendessen zu kommen, muss ein Trick gewesen sein. Vielleicht hat er es anderen erzählt. 7. Tag, Monat des Windes. Ich habe ihn im Flur verbarrikadiert, jetzt ist alles sicher. 11. Tag, Monat des Windes. Die Wache kam und hat Leute mitgenommen. Die Nachbarn, jemand im Gebäude hat die Seuche jetzt weg. Es verspricht, mich zu schützen. Jede Nacht verspricht es mir das. Okay. Erster Tagebuchtag. 19. Tag, Monat der Saat. Was ist schon? Sie ist weg und hat ihre Sachen mitgenommen. Zurück zu ihrer Familie, als wenn das helfen würde. Die Seuche wird uns alle holen. 3. Tag, Monat der Netze. Mir wurde Arbeit auf der Walfängerschiffen. Auf einem der Walfängerschiffe angeboten. Endlich kann ich von hier verschwinden. Eines Tages werde ich mir ein Haus in Tivia suchen im Norden. Die Winter sind dort kalt, keine Ratten, keine Seuchen. 28. Tag, Monat der Netze. Am letzten Tag des Monats hat sich mein Glück gewendet. Ich habe etwas gefunden, glänzend, glänzend und alt. Sie sieht nach einem Walknochen aus, der einem Glück bringen soll. Oder halt auch nicht. So, dann lesen wir jetzt noch den letzten Tagebucheintrag. Wer ist denn das hier noch? Und dann schauen wir in der nächsten Folge mal, wie es so weitergeht. Aber wir lesen erstmal. 2. Tag, guten Tag. 6. Tag, Monat des Regens. Mein Cousin Emil kommt schon bald und bringt ein Huhn zum Rösten mit. Ich werde nachschauen, ob eins der Geschäfte noch geöffnet ist. Vielleicht kann ich ein paar Äpfel oder Kartoffeln kaufen. Ich habe meine Walknochenschnitzerei auf ein Regal gestellt, aber ich konnte sie dort nicht von jedem Winkel des Raums sehen. Also habe ich einen kleinen Socke dafür gebaut. Sieht schön aus im Kerzenlicht. Monat des Regens. Manchmal träume ich davon. In den Träumen macht es Geräusche wie der Wind, der durch ein zerbrochenes Fenster bläst. In anderen Nächten klingt der Wind wie eine Stimme. Ich hätte mich zum Hafen begeben sollen, um in den See zu stechen, aber es fiel mir zu spät ein. Vor einigen Tagen war das. Okay, man ist quasi so ein bisschen verrückt geworden. Ja, er ist eher ihmchen. Ist der wahnsinnige Überlebende. Ich vermute, der andere ist sein Cousin.
die Frage, kommen wir, das will ich mal noch schnell testen. Dann machen wir hier Schluss. Da ist der Balkon. Da hinten ist noch ein offenes Fenster, kommen wir da hin. Ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Hier machen wir erstmal Schluss. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und fürs Schauen. Liked und abonniert unseren Kanal, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Gibt auch noch ganz viele andere Spiele von anderen Let's Play mit sympathischeren Stimmen oder so. Aber ich bedanke mich erstmal. Bis dann. Ciao.